Moin moin und hallo zu Teil 2 von meinem Let's Play zu Bastion. Das hier, das ist The Kid, das haben wir beim letzten Mal gelernt. Wir haben gelernt, was der Sinn des Spiels ist, nämlich dass es Stück für Stück die Aufgabe ist, die Bastion, in der The Kid einmal gelebt hat, wiederherzustellen. Wir haben bisher eine Distille gebaut, ich habe beim letzten Mal immer Distillerie gesagt. Das hoffe ich, dass sich das erbessern wird. Das ist einer unserer Freunde, wohl der einzige, den wir je hatten. Nennt sich bloß Fremder. Und wir haben noch einen Hammer, der freundlicherweise vom Erzähler auch als bester Freund von The Kid bezeichnet wurde. Und hier haben wir beim letzten Mal aufgehört, ihr werdet euch erinnern. Skyway, deswegen habt ihr nichts verpasst. Und weiter geht's. The Skyway. Now the kid can ride the wind, the distant lands. Okay. Einfach mal dahin gehen, wo der Pfeil hingeht, denke ich. Macht am ehesten Sinn. Okay. Fliegen. Infos. Ausgangsbasis. Finde die in der Stadt und darüber hinaus verteilten Kerne, um die Macht der Bastion zu nutzen. Das ist der Kern, den wir eingesetzt haben, wodurch wir bisher die Distille bauen konnten. Das Arbeiterviertel. Kern geortet. Ah, okay, da waren wir schon. Übungsgelände. Hier haben die Brecher einst Treffsicherheit mit dem Bogen trainiert. Also Bogen kann ich noch nicht so gut, das warten wir noch. Kern geortet, da brauche ich nicht hin. Ja, wo geht's denn hin? Bereich abgeräumt. Ach nee, da waren wir. Bereich abgeräumt. Diese einst belebten Schifffahrtsstraßen. Heißt das dann doch, ich muss zum Übungsgelände? Denn da waren wir ja schon. Was ist denn jetzt die Aufgabe? Dann gehen wir einfach mal doch zur Bringerkaserne, das Übungsgelände für den Bogen. Wenn du mit dem Bringerbogen einen Pfeil zum exakt richtigen Zeitpunkt abschießt, erhältst du einen... nicht schnell genug. See who could bust the most targets in the fewest shots. Aha. Okay. Macht Sinn. Bringerbogen. He's focused. He's armed. And he's also, ich soll jetzt in möglichst wenig Schüssen diese Ziele hier beseitigen. Okay. Mal gucken, wie wir das am ehesten machen, wenn wir was rausfinden. Ah, das wahrscheinlich dann die Belohnungen. Macht Sinn. Je besser man ist, desto mehr Belohnungen werden wahrscheinlich freigeschaltet. Okay, schauen wir mal, dass wir das am ehesten hinbekommen. Ich würde sagen, am ehesten würde ich es an den Schatten machen. Mal gucken. Dass man durch die Schatten zielt, das scheint zu klappen. Mal schauen. Perfect shot just happens in a flash. Probieren das mal weiterzumachen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Natürlich jetzt ein kleines bisschen langweilig zum Zugucken, aber ich versuche das mal ein bisschen schneller zu machen. Dass wir das hier möglichst schnell abschließen und dann in der Story fortsetzen können. Sitzt der? Ja. Das läuft doch eigentlich ganz gut, aber da unten ist noch einer. Den muss ich wahrscheinlich mit einem Einzelschuss dann abfertigen. Was sind das eigentlich für Wesen? Einfach bloß fliegende Ziele? 8 Schüsse. Ganz schön viel, ne? Also 10 brauchen wir. Naja, 2. Preis. Also, es geht wohl besser. Aber ich fand das schon gar nicht so schlecht für das erste Mal. Nächster Preis. 5 Schüsse oder weniger. Heidewitzka. Was haben wir jetzt aufgenommen? Wieder etwas Sehniges, das kennen wir schon. Etwas Schweres hatten wir auch jetzt beim letzten Mal aufgenommen. Das ist alles. Das ist unsere Ausrüstung, die wir in der Distille ausgerüstet haben. Also zurück. Etwas Sehniges kennen wir schon. Etwas Aufwendiges. Das ist aber auch sehr, wirklich sehr kreativ. Etwas Aufwendiges. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Ein Kalenderuhrwerk zur Planung von Arbeit und Freizeit. Die Federn und Zahnräder könnten sinnvoller genutzt werden. Okay. Also, zurück zum Skyway. Wollen wir doch probieren, ob man dieses andere Level da, wo wir schon mal waren, vielleicht doch hin muss. Aber vielleicht hilft uns die Karte da jetzt ein wenig. Okay. Das ist richtig. Ich finde aber gut, dass der Erzähler mal genau das erzählt, was wir gerade machen. Ain't always much to say. Diese Weisheit haben wir schon gelernt beim letzten Mal. Ja, es gibt ja nichts zu tun. Ich habe ja jetzt nichts
was ich machen könnte. Also wieder hierhin. Aha. Nee. Ich sag aha, aber die Karte hat sich irgendwie verändert. Ah, ich kann sie selber verändern. Das macht Sinn. So, also ist das nicht richtig? Kern geortet. Da können wir nicht hin. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde die in der Stadt darüber hinaus verteilten Kerne, um die Macht der Bastion zu nutzen. Ja, aber da sind wir doch gerade, oder? Ja. Hä? Entschuldigung für die Verwirrung. Da waren wir gerade. Da können wir nicht hin. The Wharf District. Folks sail deep into the boundless sea from here. Und da haben wir den Kern geortet. Gehen wir nochmal zurück zu dem Ort, wo wir schon mal waren, weil viel mehr Möglichkeiten haben wir ja nicht. Wirklich ein bisschen verwirrend gerade. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Sehr gut. War also doch richtig. Weiter geht das Spiel. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Die laufen ja vor mir weg. Kid ain't ever seen an elephant squirt before. Was heißt laufen? Springen. Springen vor mir weg. Kriegsmachete. Das klingt gut. Scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. Eine Machete. Hauen, hauen, hauen. Ah, hier diese Maschine, die diese Tropfen wieder wirft. Und hier oben, die laufen alle vor mir weg. Leichling Lockruf. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Zur Anwendung von Leichling Lockruf Q drücken. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Ah. Die greifen dann wahrscheinlich für mich an. Das ist ja interessant. Gut, hier ist offensichtlich nichts mehr. Also gehen wir weiter. Ich habe immer noch nicht rausgefunden. Oder habt ihr das vielleicht schon mal gesehen? Oh, natürlich. Aufpassen, Kid. Nicht runterfallen. Wofür eigentlich diese Tropfen, diese, was wir hier einsammeln, wofür das eigentlich genau gedacht ist? Them squirts just don't know when to quit. He heads for the biggest dump in town. Scumbag Alley. Scumbag Alley. Okay. Mehrere Wege, wie es hier aussieht. Das sieht nach Scumbag Alley aus. Also ist meiner. Hat ja Herzen drüber. And there he is. The oldest scumbag of them all. Okay. Dershowl. Dershowl. Richtig ein neuer Charakter. Ah, hallo. Du bist also Dershowl. Einfach mal draufhauen. The calamity ain't done much for Dershowl's sunny disposition. Okay. They always said Dershowl wouldn't go without a fight. Na, ist ja nicht. Einfach nur weggegangen. Ich überlege gerade, ob diese Machete besser ist als der Kellhammer. Rein vom Gefühl her kann ich häufiger zuschlagen. Und dadurch natürlich auch bei Massen an Gegnern schneller Schaden anrichten. Also glaube ich, dass es auch die bessere Waffe ist. The rest of the path is gone for good. Okay. And his city crest won't bring it back. Also doch wieder zurück. Es ging nur darum, Gershowl zu besiegen. No core, no surprise. Like the gas fellas are hiding it from him. Okay. The gas fellas. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wir gehen auf den Holzweg. Der Holzweg ist immer der richtige. Versteht ihr?
were windbags used to keep the local forge. Was ist das? War wieder ein Gegner? Oh! Der war ja ganz schön unfair. Somehow that old forge is still standing. Ah, da ist wieder etwas, wo ich auch nicht hin kann. Gucken wir gleich mal. Hier ist noch irgendwas. Sehr schön. Oh, das kann man kaputt machen. Dass das Gemüse da noch richtig liegt, finde ich auch gut. Der Wagen steht auf Kopf oder seitlich. Aber das Gemüse liegt da noch. Ein Amboss. Also ist das wahrscheinlich irgendwie so eine Waffenschmiede. Ha, es ist sogar eine Schmiede. Wunderbar. Inside the forge, he can fine-tune those instruments of his. Instrumente stimmen. Okay. Aufwertung auswählen. Ah, dafür sind die also da. Sehr gut. Ich nehme Schaden. Jede Aufwertung kostet diese Tropfen. Das macht total Sinn. Ich habe noch genug. Ah, man kann nur eine aus jeder Stufe auswählen. Okay, verstehe ich. Bringerbogen, Schnellsehne, Zuggeschwindigkeit, Zieldurchschläge pro Schuss. Eine schwere, dicke Bogensehne, die eine überlegene Durchschlagskraft liefert. Eine leichte, dauerhafte Bogensehne, die schnelleres Schießen ermöglicht. Schnelleres Schießen finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. That bow's like new again. Ja, fast wie neu. Etwas Aufwendiges, eine neue Waffe finden, um das zu benutzen. Okay. Also wird wahrscheinlich über kurz oder lang auch die Schmiede zur Verfügung stehen, in der eigenen Bastion zu kaufen. Hat wieder so ein Gasfeller. Aber meine beiden Hasis hier kämpfen noch. Ein Hasi bloß noch. Oh, da liegt was. Etwas Scharfes. Etwas Scharfes. Ein Aufwertungsmaterial für die Kriegsmachete. Ein Haufen Zuhlholzblätter, den man besser nicht mit bloßen Händen anfasst. Die schärfsten Klingen der Welt werden mit ihrem Öl behandelt. Okay. Up north is where the Gasfeller foreman used to live, tending to his flock. Machen wieder sehr viel kaputt. Und da kommen wieder diese Gasfellers. Aber ich glaube wirklich, die Machete ist besser als der Kellhammer. Ich habe zumindest das Gefühl, dass es besser läuft als noch beim letzten Mal. Ich sollte natürlich trotzdem noch lernen, besser auszuweichen, aber wir arbeiten ja noch. Okay, also Rechtsklick, einfach nur immer wieder Rechtsklick kennen und sofort Pfeile werfen, klappt nicht. Das wäre natürlich auch wirklich schön gewesen. Aber das ist nicht der Fall. Okay, hier liegt zerlumpte Haube. Ein Andenken. Ein verschmutztes Kleidungsstück, wie es die Gaskelle tragen. Gaskelle kümmerten sich früher um die Minen, aber jetzt jagen beunruhigende Mengen von ihnen in den Überresten Kalondias. Aber nach was? Das gilt es wahrscheinlich rauszufinden. Da tut sich wieder Weg auf. Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder nicht richtig, aber da tut sich Weg auf. Zum Glück. And there it is, but it's locked down tight in an alloy cage. Ein Metallkäfig. Ah, da ist der Kern. Den suchen wir. Also, das war jetzt fast zu erwarten. Oh. Das klappt ja noch nicht so richtig gut hier. Aber Stück für Stück machen wir euch schon kaputt. Oh, der in der Mitte ist ja ganz schön stark. Hallo? Ich will, hab doch schon heilen gedrückt. Nein! Sehr gut. Ich glaube, den muss ich zuerst kaputt machen. Sehr gut. Oh, huldigt der mich jetzt? Das ist natürlich cool. A new marshal in town. Ich denke, damit bin ich gemeint. Hier ist nichts kaputt zu machen. Also sammeln wir den Kern ein. 100 XP. Der ganze Ort stöhnt. Greifst dich jetzt nicht an, oder? So, ich glaube, ich bin noch dein neuer Meister. Hab ich gerade gedacht. Na gut, dann greif ich mich eben doch an. Ich tippe, ich muss zurück. Ja, da ist etwas passiert.
Ich sammle mal ganz kurz nochmal hier am Brunnen ein bisschen Gesundheit. Skyway. Zurück zur Bastion. He comes back, just like I knew he would. Das habe ich gewusst. Core hums in his pack. The monument's calling for it. Okay. Er will reden, dann reden wir. Frag nach der zerlumpten Haube, die irgendeinen unglückseligen Gaskerl gehört hat. Warum überlaufen sie die Stadt und plündern ihre Überreste? The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under them. Mhm. Gut. Kern einsetzen. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Er entscheidet, was wir jetzt bauen. Ja. Ich würde ja jetzt fast sagen, dass jetzt schon langsam das Waffenlager Sinn macht. Oder? Ja doch, wir bauen das Waffenlager. Schmiede, Pläne. Wir bauen das Waffenlager, das haben wir letztes Mal schon gelesen. Gucken kurz, ob hier was sich verändert hat. Kriegsmachete. Aber man kann sogar beide auswählen, aber du, das macht nicht so richtig Sinn. Beides Nahkampf. Nein, wir lassen das lieber so, wie es ist. Und mir gefällt dieser Leichling-Lockruf nicht. Ich bleib bei tanzendem Schuss. A bow and a machete. Every bit as effective as the fancier stuff. Genau. Gut. Damit sind wir auch schon am Ende von Teil 2 meines Let's Plays zu Bastion. Unser Leichling hier mit den Herzen über den Kopf ist mitgekommen. Diesmal war es nicht ganz so spannend wie beim ersten Mal. Ich hoffe, dass das hier noch besser wird. Aber ich spiele mich langsam ein und wir sehen uns beim nächsten, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Bastion. Bis dann. Ciao, ciao.